Die geheimen Abhörprotokolle mit Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Büro der Kanzlerin, morgens 9.93 Uhr. So, Krampi, aufgepasst. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Werd ich endlich Kanzlerin? So gute nun auch wieder nicht. Nö. Sie sind meine Auserwählte für den Megatop-Spitzenposten der Verteidigungsministerin. Was sagen Sie jetzt? Nee, mag ich nicht. Mag ich nicht. Das Leben ist kein Ponyhof. Verteidigungsminister ist der schlechteste Job in diesem Land. Fast alle mussten in diesem Amt zurücktreten. Stimmt doch gar nicht. Die Uschi von der Leyen wird nun Chefin von ganz Europa. Das klingt doch viel besser. Kann ich nicht den Job machen? Nee, der Job ist ja nun schon vergeben. Das wurde in einer fairen Wahl mit ergänzender Hinterzimmergungelei so entschieden. Ich will aber nicht Verteidigungsminister werden. Die sind meinem Volk immer so unbeliebt. Sehen Sie es doch mal so, Krampi. Sie sind schon jetzt unbeliebt, aber nun kriegen Sie noch ein passendes Amt dazu. Na gut, aber nur wenn ich dann anschließend die nächste EU-Kommissionspräsidentin werde. Kein Problem. Dann nominiere ich Sie für die nächste EU-Wahl doch gleich mal als Spitzenkandidatin. Verpassen Sie nicht die noch spannendere nächste Folge mit Angela Merkel und dieser anderen da.